Funny Story. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Heute gibt es mal wieder ein sehr, sehr aktuelles Thema und zwar die Scheinschwangerschaften bei Kaninchen. Denn gerade jetzt zum Frühlingsanfang ist es ganz, ganz typisch, dass die Weibchen gerne mal scheinschwanger sind. Und deshalb möchte ich heute einige Fragen von euch, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt, zur Scheinschwangerschaft beantworten. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Schreibt davor gerne noch in die Kommentare, ob eure Weibchen schon mal scheinschwanger waren. Als erstes, was genau Scheinschwangerschaften denn sind. Denn in Scheinschwangerschaften denken die Weibchen, dass sie schwanger sind, obwohl es gar nicht möglich ist, weil zum Beispiel alle Männchen in der Bande kastriert sind. Aber sie verhalten sich genauso wie in einer echten Schwangerschaft, also dass sie zum Beispiel anfangen, ein Nest zu bauen. In dieser Zeit sind die Kleinen sehr, sehr gestresst, da sie ja unbedingt alles für die scheinbare Geburt vorbereiten wollen, weswegen sie ganz viel Stroh, Heu und Fell sammeln, damit sie ein kuscheliges Nest bauen können. Und in dieser Zeit fressen die Kaninchen meist auch sehr wenig. Daher ist auch sehr wichtig, dass nicht noch weiterer Stress auf die Weibchen zukommt, da eine Scheinschwangerschaft oder generell eine Schwangerschaft sehr viel Stress bei den Tieren hervorruft und deshalb solltet ihr gerade Vergesellschaftungen oder einen großen Stallumbau in dieser Zeit unbedingt vermeiden. Wenn das Kaninchen ein Nest baut, ist es auch ganz wichtig, dass ihr ihnen viel Stroh und Heu zur Verfügung stellt. Ich habe Polly zum Beispiel viel Stroh in die Strohkiste gefüllt und auch immer wieder Heu neu aufgefüllt. Und wie schon erwähnt, gehört zum Nestbauen auch das Fell ausrupfen und das kann oft ganz schön brutal aussehen, wie ihr auch hier im Video sehen könnt. Aber das ist wirklich ganz normal und wenn euer Kaninchen dann kahle Stellen hat, das kann durchaus auch mal vorkommen, dann könnt ihr das Ganze auch mit Kokosöl behandeln und könnt ein wenig auf die betroffenen Stellen geben, dass das Fell wieder schneller nachwächst. Und oft kam die Frage, ob man denn das Nest dann einfach entfernen kann, weil die Kaninchen ja gar nicht schwanger sind. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr das Nest auf gar keinen Fall entfernt und so lange liegen lässt, bis es wirklich nicht mehr genutzt wird. Also ich lasse es meist mindestens eine Woche lang liegen, wenn nicht länger, erst dann, wenn ich wirklich bemerke, Polly oder auch Nelly nutzt das Nest gar nicht mehr und die Scheinschwangerschaft ist sozusagen dann vorbei. Und so lange verändere ich auch nichts daran. Dadurch vermeidet man nämlich auch nochmal zusätzlichen Stress, denn die Kaninchen wissen ja in dem Moment nicht, dass sie keine Babys bekommen und denken natürlich, sie bekommen die nächsten Tage ihre Kinder auf die Welt und plötzlich ist deren Nest weg. Dann versuchen sie natürlich total hektisch wieder ein neues zu bauen und das ist natürlich total kontraproduktiv. Und eine weitere sehr häufig gestellte Frage war, wie oft denn die Weibchen im Jahr scheinträchtig werden. Und im Normalfall werden die Weibchen meistens ein bis zweimal im Jahr scheinträchtig. Allerdings, wenn die Kaninchen häufiger oder mehrmals als viermal pro Jahr scheinträchtig werden, dann solltet ihr auf jeden Fall mal euren Tierarzt aufsuchen und über eine Kastration nachdenken, weil wie schon gesagt, ist eine Schwangerschaft oder auch eine Scheinschwangerschaft ein sehr stressige Situation für die Kaninchen und viermal im Jahr ist das ziemlich häufig. Ich hoffe natürlich, dass ich eure Fragen zu dem Thema Scheinschwangerschaft alle beantworten konnte. Wenn nicht, dann schreibt sie noch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schaut bei mir auch gerne auf Instagram vorbei, da heißen wir bunnies.diary und da bin ich aktuell sehr aktiv. Und ansonsten würde ich mich total über einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!